Ist gut hinter mir, ist gut. Ich guck mal, ob ich euch das rausschneide, ob ich es drin lasse. Ich glaube aber, ich werde das drin lassen. Weil dieser Ausblick hier auf die Berge mit dem Eis und alles, das ist so klasse. Ne? Also alle, die zum Beispiel auch in den Alpen oder so waren, in den Urlaub, die können das in etwa nachempfinden. Auch wenn das jetzt hier keine Alpen sind. Aber ist schon echt klasse hier. Ja, auch das Bergpanorama jetzt, wo wir hier drauf zufahren. Ist richtig gut getroffen. Ja, dann auch die Möwen, die hier man ab und an dann rechts und links mal vom Wegesrand hört. Beschleunigungsspur, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das kann hier schon so ein bisschen flashen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich weiß, dass es hier in den Promods noch oberhalb von Island gibt es auch noch eine Insel, die man auch beliefern kann, befahren kann. Und da sind wir ein bisschen sehr viel zu schnell. Ups. Und ich muss echt mal gucken, ob ich die dann, wenn sich die Gelegenheit gibt, dann anliefere oder ob ich die einfach mal solo fahre, ohne jetzt irgendwie mit einem Anhänger. Mit den Lichtverhältnissen und allem, die sich hier so schön abwechseln. Ja, wir haben 9 Uhr morgens. Und finde ich sehr realistisch gemacht. Hatte auch mal überlegt, mir vielleicht den American Truck Simulator zu holen, weil ich halt auch ein Amerika-Fan bin und auch Fan bin von den amerikanischen LKWs, ne? Peterbilt, Kenworth, Kenworth und so weiter. Gibt es ein paar Strecken, die mich da auch reizen würden. Nur A, weiß ich nicht, ob die Strecken da drin sind. B, ob sie dann realistisch genug sind, dass sie mich dann wirklich interessieren. Muss ich mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann nur für mich mache. Oder ob ich das dann auch im Rahmen von einem Let's Play mache. Das. Oh, Entschuldigung. Das weiß ich nicht. Muss ich einfach mal gucken. Muss ich mal gucken, was der kostet.
B muss ich dann mal gucken, ob sich das dann auch wirklich lohnt. A von den Fahrzeugen her. Und B halt von den Strecken her. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es gerade für mich persönlich, nicht schon viel früher hier auf Island gefahren zu sein. Weil es einfach nur hammergeil aussieht. Ne, hier mit den ganzen Serpentinen, der Schnee, die Felsen, die da aus dem Schnee rausragen. Also hier der Volvo, der fährt sich ganz gut. Ui. Okay. Na, da kommt gleich ein Parkplatz. Trifft sich gut, musste nämlich was trinken. Aber das machen wir einfach. Setzen wir uns hier vor die Auffahrt und dann nehme ich mal einen Schluck zu trinken. Nämlich gerade ein leichtes Kratzen im Hals. Ja, den haben wir auch stehen lassen, das ist gut. Habe schon gedacht, den würden wir mitnehmen. Oh, 3 Grad plus. Gleich mal gucken, wie viel wir denn zu früh sind. Also wir müssen einiges zu früh sein, weil ich habe es ja in Folgen vorher schon mal gesagt, die Schlafpausen und so weiter halte ich ja alles gar nicht ein. Ich begehe ja hier eine Lenkzeitüberschreitung nach der anderen. Indem ich hier einfach immer weiter durchziehe. So ein bisschen sehr rausgetrieben. So, wir sollen Sonntag zwischen 7:42 Uhr und 14:42 Uhr da sein. Also sagen wir mal Sonntagvormittag. Nochmal. Ja. Ja, Sonntag 7:42 Uhr bis 14. Laut Navi sind wir Donnerstagabend schon da. So. 8:30 rum. So, 9 Stunden, oh Quatsch, 19:20 Uhr. Ja doch, 8:30 Uhr, 20:30 Uhr. So in dem Dreh. Sind wir da 20:30 Uhr. Und wenn das hier so schön weiter geradeaus geht. Na, auch hier ist das gut gemacht, rechts und links. Die Fahrbahn ist vom Stree befreit und da sieht man dann, wie hoch der Schnee dann da aufgeschüttet ist, um die Fahrbahn frei zu kriegen.
die dann hier rechts und links diese Pfähle in den Straßenrand. Das ist damit, wenn dann hier ein richtiger Schneesturm ist, damit man dann überhaupt weiß, wo sich denn die Straße unterm Schnee befindet, damit dann die Räumfahrzeuge wissen, ah, alles klar, da ist die Straße, da müssen wir dann alles leer räumen. So. Mal gucken, dass wir an denen ein bisschen rangefahren kommen. Der weiß ja, wie wir hier fahren können, fahren müssen. Der hält sich ja mehr oder weniger ja auch dran. Naja, der ist aber auch ein bisschen zu schnell unterwegs. Und jetzt kommen hier nochmal richtig schön Massen an Serpentin. Schön hier die Strecke. Ist auch ein bisschen was Verkehr unterwegs. Das finde ich auch gut. Ja, dann kann man nicht so durchheizen. Wow, was hat der denn da Schönes geladen? Diese Maschine. Mehr Gas geben. Mein Überholen werde ich A, keinen Platz haben und werde ich auch, glaube ich, nicht die Geschwindigkeit aufbauen können. Und auch nicht den Platz haben. Danke. Das hat sich dann mit dem Überholen von alleine erledigt. Da fährt der Nächste. Schönen Fluss. Schöne engen Serpentinen. Ich bin gespannt, wie die zu fahren sind. Auf jeden Fall mit 50 steht hier. Sagen wir noch da rechts Spuren im Schnee, aber das waren nur die Schatten von der Stromleitung oder von der Telegrafenleitung, die da waren.